Herzlich willkommen im Rummelsberg. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Da habe ich echt die Zeit völlig verpennt. Sind irgendwo Monster entstanden. Das ist ja immer die Gefahr. Hier ist ja nicht alles ausgeleuchtet in der Stadt. Also, wenn ihr mal den Rundflug gesehen habt, ja, den letzten Rundflug durch Rummelsberg oder vielleicht auch den Abspann hier am Ende der Folge, da sieht man, dass zum Beispiel hier auf dem Aussichtsturm oben, ja, ist es nicht ausgeleuchtet, da entstehen Monster. Gut, das ist jetzt nicht so schlimm, bis die unten sind, runterspringen, dann sind sie eh kaputt, denke ich mal, aber auch noch andere Stellen gibt es, wo Monster entstehen können. So, 100 und... Was hatte ich gesagt? Bauen wir uns hier mal durch. Hier ist der Gang, prima. Dann können wir hier noch so eine Treppe hinbauen, die dann nach oben führt. Zack, und dann haben wir hier den Gang. Ja, und jetzt müssen wir noch aufs Dach kommen. Das Dach ist ein bisschen höher. Das heißt, wir können natürlich die Treppe auch hier schon machen, sag ich mal, ne? So, dann haben wir hier, da kommt natürlich dann noch ein anderer Fußboden rein. So, und jetzt wird es interessant, wo bauen wir jetzt die Treppe hin? Das muss ich mir dann erstmal angucken. Also da buddeln wir erstmal hier das Ding weg. Wir sind also hier. Das ist schön. Da kann ich nämlich gleich mal gucken, wo die Treppe hin könnte. Sie könnte also hier hochgehen. Wo ist das Dach? Da. Das heißt, wir könnten direkt hier rauf dann. Wollen wir mal gucken. So, dann machen wir hier so ein Podest hin. Und dann geht das danach weiter nach oben. Was wir auch noch ein bisschen was höher müssen. Müssen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben hier das Dach schon erreicht. Da ist es, genau. Prima. So, dann müssen wir das irgendwie nachher noch ausbauen. Und wir brauchen dann noch eine Treppe. Und dann einen Zugang hierzu. Nicht wahr? Und dann brauchen wir vielleicht noch einen Aufgang da oben hin. Das könnte man dann hier so an der Seite machen. Da muss ich dann mal gucken. So, dann machen wir hier mal
natürlich den Rand auch entsprechend, wie wir das unten haben. Hell an dieser Stelle, nicht? Nein, oder hier war es dunkel. No. Nee, hier war es hell. Okay, dann machen wir das hier auch hell. Zack. Hier war es dann wieder dunkel. Richtig, ja. So, hier war es dann wieder hell. Hier war es dann wieder dunkel. Hier war es dann wieder hell. Hier wieder dunkel. Dann hatten wir hier ja dieses Problem, dass wir noch nichts ansetzen konnten. Das werden wir sicher gleich können. So, und zwar 2. Da müssen wir von innen dann noch einen reinsetzen. So, hier könnte das dann wieder dunkel werden. Nicht trope, sondern dunkel. So, und hier wird es dann wieder Tropenholz. Quatsch, Tropenholz bitte. Hier machen wir dann natürlich auch dunkel hin. Fichte, nee, Fichte. So, dann wird das hier fertig gemacht. Hier kommt wieder Fichte hin. Und hier kam dann wieder helles Holz hin. So, eine Stunde Mittelalter, die Musik von Derek und Brandon Fichte im Hintergrund. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich mal wieder nicht mitkriegen, wenn die Musik zu Ende ist, wenn die Stunde rum ist. Ein bisschen mehr ist es immer als eine Stunde. Man kann das ja nicht so genau abschätzen. Oder ja, wie will man denn das, die Musik nennen? Ich war eine Stunde und 24 Minuten. Derek und Brandon Fichte. Nee, da ist eine Stunde schon besser. Es ist ja keine Mogelpackung, wenn man ein bisschen mehr kriegt, nicht? Im Gegensatz zu manch anderen Verpackungen. Es ist schon erstaunlich, was sich die Geschäfte da manchmal einfallen lassen. Da ist ein... Was hatte ich denn da jetzt gesehen? Beim Einkaufen vor ein paar Tagen. Was war das? Das war... Ich habe keine Ahnung, was es war. Es waren auf jeden Fall 3 Packungen von irgendeiner Sache. Von irgendeiner Mahlzeit, also irgendwas zu essen. Die sahen von außen völlig identisch aus. Ja, natürlich war da was anderes drin, das ist klar. Also da war dem einen, vielleicht war das drin und im anderen das, vielleicht eine Suppe oder ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Hier ist jetzt das, da müssen wir eigentlich noch einen höher gehen, damit wir dann hier direkt hinkommen. Ja, und da war also diese Suppe oder ich sag mal, es war Suppe. Es waren verschiedene Suppen und die waren unterschiedlich
groß, ja. Also man sah das der Packung von außen nicht an. Die eine war aber... Ah, hier ist noch was drunter, was weg könnte. Dann müssen wir uns mal um die Sachen kümmern, die da runtergefallen sind. Hier können wir dann auch noch die Decke weiterziehen. So, das sollte es jetzt gewesen sein. Hier kommt dann noch eine Reihe drunter. Prima, können wir schon hinlegen. Also das war irgendwas, ja. Was zu essen auf jeden Fall. Und in dem einen waren vielleicht, sagen wir mal, 125 Gramm drin. Im anderen 130 und im anderen 150 Gramm. So. Es waren unterschiedliche Sachen. Vielleicht waren es auch Nüsse, ich weiß es gar nicht mehr, was es war, ehrlich gesagt. Da sieht man, das hat man vergessen, was es war. Aber was man nicht vergessen hat, was ich nicht vergessen habe, das ist halt, dass das dann Käse war. Ja. Denn die Verpackungen sehen alle exakt gleich aus. Dann nimmt man drei verschiedene Sorten von dem Zeugs. Denkt, da ist überall das Gleiche drin. Ich meine, man kann ja nachlesen. Ich sage ja immer, die Leute, die nicht lesen können, haben eigentlich selber Schuld irgendwie. Das kann man ja sehr gut nachlesen, nicht wahr? Und dann ist natürlich der Preis pro 100 Gramm ein unterschiedlicher. Das heißt, irgendwas ist teurer, das andere ist billiger. Obwohl von außen die Verpackung genau gleich groß ist. Das sind dann Mogelpackungen, ja. Oder die haben irgendeine Suppe, Tütensuppe, dann steht da verbesserte Rezeptur. Und hier müssten wir was dran machen. Da kriegen wir keine Fenster hin. Sag mal, wir könnten hier so eine dunkle Strebe noch hochziehen. Das überlegen wir uns dann noch. Hier warten wir ab, klopf noch. So, das sind Ausschläge hier bei Outer City, das ist schon der Wahnsinn. Ich habe gerade genießt und das werde ich nachher rausschneiden. Es ist auch noch nicht vorbei mit dem Niesen. Wieso fängt das jetzt gerade an? So, man sieht sogar da hinten das UFO. Guck an. Es war nur schemenhaft. Jetzt sieht man es besser. Aber man sieht es. Das UFO, da schwebt es schräg über Robelsberg. So, ja, Niesen, nee, ist alles wieder gut. Es waren also nur 3-4 Niese, sonst niese ich deutlich öfter, aber vielleicht habe ich mich jetzt ein bisschen hier am Riemen gerissen oder meine Nase hat das gesagt, der macht hier jetzt Let's Play, der kann ja nicht niesen, ich muss es sowieso rausschneiden. Aus dem Outer City. Denn das war doch ziemlich laut. So, haben wir denn noch Steinziegel dabei? Ja, wir haben noch genug, vielleicht sogar. Ist ja Wahnsinn, wieso habe ich so viel Steinziegel mit... Hier wollte ich eh flache Steine reinsetzen, ne? Richtig. Das heißt, diese flachen, diese da,
Die Steinziegel, die dicken, sind eher für die Wände. So, dann machen wir das hier mal weiter. Hier auch. Auf dieser Höhe und dann machen wir hier unsere Treppenstufen hin. Habe ich denn solche Stufen noch dabei? Da sind sie. Wir sind ja gut ausgestattet, ausgerüstet. So, das ist schon mal prima. Müssen wir noch die Wände machen. So, jetzt muss ich mich erstmal schneuzen. Oder soll ich einniesen drin lassen und euch richtig erschrecken damit? Kann man natürlich auch machen. Aber dann fliegen euch die Ohren um die... was auch immer. So. Hier kommen wir dann da drauf zu. Und wir könnten direkt noch einen hochgehen. Und dann bauen wir hier das dann hier weiter, dann sind wir auf der richtigen Höhe. So. Ach. Müssen wir das auch noch abbuddeln hier. So. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir... Also wir essen gerne diesen japanischen, was ist das? Yakult, nicht? Von irgendwelchen Bakterien, die da drin sind, die angeblich gut für den Magen sind und für den Darm. Für den Darm hauptsächlich. Und ja, die gab es mal im 7er Pack. Da haben die, ich weiß nicht mehr, was sie gekostet haben. Sie sind ja nicht billig, aber... Dann haben sie sie auf, dann haben sie den Preis gesenkt. Das war natürlich erstmal positiv. Wenn man dann aber genauer hingeguckt hat, hat man gesehen, dass in den Packungen nicht mehr 7 dann waren, sondern nur 5. Wenn man das sich dann ausgerechnet hat, waren natürlich die 7. War teurer als die 5, aber pro Fläschchen sind natürlich die 5 teurer. Also ich habe es noch nie erlebt, dass irgendwie Preise runtergegangen sind. Irgendwie sind sie doch immer oben gewesen, oben geblieben, die Preise. So, dann müssen wir hier... Müssen wir so die Decke machen dann nachher, das ist klar.
erstmal hier die Wand. Da können wir ja dann, glaube ich, wieder Koppel reinmachen. Zumindest bis hier. Das wird dann hier noch mit Steinziegeln ausgelegt. So. Was war das? Ja, dann ist das von selber da reingerutscht. Passte aber gut. So, dann hier nochmal hochziehen. So, dann haben wir sie alle verbraten. Hier müssen wir erstmal dicht noch machen. Und auch hier oben. Dann gehen wir mal da runter ins Bettchen erstmal rein. Good night, Miss Moneypenny. Das war die heutige Folge von Opa spielt Minecraft. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns das nächste Mal in Rummelsberg wieder. Tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt.